Es ist goldene Stunde. Wir finden ein gutes Plätzchen. Ich weiß nicht, warum ihr Kameranerds das so nennt. Es sind höchstens 15 Minuten. Ja und nein, wenn du den richtigen Reflektor... 15 Minuten? Höchstens? Los, lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Willkommen zurück zu The Devil in Me. Da sind wir wieder und es geht weiter, während ich hier noch mit meiner Kabellage kämpfe. Wir sind im Nachbau des World Fair Hotels angekommen, haben es uns gemütlich gemacht. Das ist der Nachbau des Hotels, in dem H.H. Holmes damals seine Morde begangen hat. Auch in der Realität tatsächlich, weil den Kollegen gab's ja wirklich. So, beim letzten Mal das Ganze als Livestream. An der Stelle nochmal herzlichen Dank an Bandai Namco, dass ich da die Chance bekommen habe, das Ganze auch auf Steam live zu streamen. Und mein Stream sollte dann, ich weiß nicht ab wann, irgendwann ab demnächst tatsächlich durchgängig dann auf der Shop-Seite von The Devil in Me laufen. Also vielen Dank dafür, das ehrt mich wirklich, wirklich sehr, dass ich das machen durfte. Total verrückt. Naja, und jetzt geht's hier weiter, eigentlich noch in dem Part, den wir schon in der Preview gespielt haben, aber da ich ein sehr löchriges Gedächtnis habe, schauen wir mal, ob ich das alles nochmal wieder so gut hinkriege. In der Preview ist es ja relativ gut gegangen. Wohin? Auf dem Balkon sehe es gut aus. Ja, suchen wir den Weg nach oben. Genau, er hier hat ja jetzt... Hier ist die neue Wohnung. Reicht fürs Erste. Gefällt sie dir? Das ist ein Ort für meine Sachen und zum Pennen. Befristeter Mietvertrag, so kann ich in Ruhe was Besseres. Wow, was wird das? Wird nur das Licht checken. Persönliche Grenzen, weißt du noch? Mein Zimmer ist mein privater Rückzug. Entschuldigen Sie bitte. So eine Therapie ist ja ganz sinnvoll. Wo waren wir stehen geblieben? Aber ein paar der Regeln sind echt bescheuert. Ich dachte schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder? Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. Ja, du hast wohl recht. Vielleicht, ja. Da morgen ja ausscheidet, ist es okay, wenn ich mein Zeug nächste Woche hole? Hier hinten ist was. Das war schon in der Preview, ich weiß gar nicht mehr, ob wir da noch reinkommen, in der Preview seltsam, dass da kurz einmal der Sound anders wird an der Stelle, wenn wir da durch die Tür gucken. Ich weiß noch, dass hier jetzt gleich die Kletterpartie kommt, ne? Okay, da vorne waren wir schon richtig gewesen. Aber wir wollen ja akribisch sein und uns hier alles ganz genau angucken, um eben auch eventuell die Münzen zu finden. Wenn ihr wissen wollt, was man mit den Münzen holen kann, habe ich am Ende des Streams gezeigt. Für Leute, die es interessiert, da kann man nochmal reingucken. Falls uns Dumet hier erwischt, brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und außerdem haben wir die Tür praktisch aufgebrochen. Wir? Also sollten wir vorsichtig sein. Vermutlich. Den habe ich beim letzten Mal da, glaube ich, nicht gesehen. Ja, Dumet scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man sagt... Scheiße. Das hat mich zu Tode erschreckt. Ging so. Gab schon Schlimmeres. Was he the devil? Let us luck. Look, nicht luck. War er der Teufel? Die Wahrheit hinter Amerikas erstem Serienmörder von Joseph Morello. Haben wir ein Geheimnis gefunden. Seit seinem Erstlingswerk 2002 ist Joseph Morello von der Serienmörderspurensuche fasziniert. Und keiner hat ihn mehr gefesselt als H.H. Holmes. In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als 15 Jahre seiner eigenen Recherchen und Veröffentlichungen und trennt Fakten von Fiktion, um Beweise für die Wahrheit hinter dem historischen Fall von Amerikas erstem Serienmörder zu liefern. War er der Teufel? Pflichtlektüre für Morello-Fans. Real Killers Magazine. Wie eine Analyse der eigenen schlimmsten Albträume. Review Monthly. Guter Typ, der Morello, würde ich sagen. Guter Typ und solider Buchautor. Da haben wir noch was. Na komm.
Das weckt Erinnerungen. In der Schule habe ich lauter Zeug in meinen Tisch geritzt. Du Rebell. Mark kann sein, genau, das war's, der kann sein Stativ ausziehen, um an höher gelegene Bücher zu kommen. Das machen wir mal. So. Nicht nur Bücher, sondern Gegenstände. Oh. Junge, Junge, Junge. Reflexe wie ein totes Eichhörnchen, ey. Geburtentode, Eheschließung. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Elaine und Stephen Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Im Namen ihrer Tochter Lucinda Monday, die kennen wir, geben die stolzen Großeltern George und Irene Monday aus Silver Spring die Geburt ihres Enkels Hector Whalen bekannt, der am 11. Juni im White Oak Hospital geboren wurde. Die Monday, oder Monday, das ist doch die ältere Dame, die wir schon gesehen haben, ne? Ja, jetzt, viele Sachen erschließen sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr als in der Preview, weil wir ja jetzt es muss einen Ausweg geben. Die Vorgeschichte auch kennen. Also das, was davor passiert ist bis jetzt. Okay. Sieh dir die Tapete an. Da kommen wir nachher durch. Der Schlüssel? Wir brauchen bloß einen Weg durch. Haben wir. Die ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Dumet will wohl alles erhalten. Ist sicher nicht einfach hier draußen. Ich bin ja auch ein Fan von Antiquitäten, aber irgendwann muss man es aufgeben. Verfault doch alles. Fäulnis. Das ist es. Was? Seit wir hier sind, habe ich diesen komischen Geruch in der Nase. Jetzt weiß ich, was es ist. Verwesung. Na, wo der Geruch wohl herkommt, wa? Ist ein altes Haus. Tote Fische am Inselstrand, Tiere im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. So, wir müssen dahin. Ne. Also man muss generell ein, zwei Sachen zu dem Spiel sagen. Ich finde, habe ich ja schon in den vorherigen Episoden gesagt, vom Setting her, dass das Ganze auch nicht ganz so abgefahren und abgedreht ist, wie zum Beispiel bei House of Ashes. Das war ja nun wirklich sehr abgespaced mit den Monster-Dämonen da oder den Außerirdischen, ist dieses etwas realistischere Setting wesentlich angenehmer. Ich finde, das Ding hier hat ein, zwei Gameplay-Neuerungen, die das Spiel interessanter machen. Sowas eben auch hier, also das Rennen, sag ich mal, wobei ich weiß, wie gesagt, nicht genau, ob das in House of Ashes schon dabei war. Ich meine aber nicht, bin mir nicht ganz sicher, aber auch sowas hier wie dieses Ziehen und so, ne, das frischt das Gameplay irgendwie ganz nett auf, aber ein, zwei negative Sachen gibt es doch zu sagen, sind aber Dinge, die patchbar sind. A, ich finde, die Performance ist manchmal sehr schräg, gerade wenn man DirectX 12 und Raytracing und so dazu schaltet. Klar, das kostet Leistung, aber da wird, also da geht das Spiel ziemlich in die Knie bei. Und auch hier ohne Raytracing und Co. ist es schon. This should work. Ja. Mark, alles gut da drin? Jo. Bin gleich wieder da. Alles gut. Also es läuft hier und da schon ein bisschen zappelig von der Technik her. Und hat man eben gerade gehört, dass hier und da noch relativ häufig, aber bei so Smalltalk-Sachen, nicht in wichtigen Gesprächen, sondern ne, bei so komischen Smalltalk-Sachen, immer noch so englische Sprachfetzen drin sind.
Das macht die Sache manchmal so ein bisschen unfreiwillig komisch und ist jetzt nichts Dramatisches, aber ist eine Sache, wo ich mir denke, das hätte doch nicht in die Release-Version gemusst, sag ich mal. Aber wie gesagt, das sind echt Kleinigkeiten, die man wirklich mit ein, zwei Patches ausbessern kann. Ich gehe auch davon aus, dass das gemacht wird. Oh, warte mal. Bevor wir hier jetzt abhauen, ich habe da unten gerade was leuchten sehen. Aber ansonsten bin ich nach wie vor der Meinung, das hier könnte der beste Teil dieser Staffel werden. Ach, das war die Leiter. Ach, oder? Warte. Da! Didim. Score, da hatten wir es wieder. War das ein Fünfer? Ich habe es jetzt gar nicht so schnell gesehen. Das sind halt so Kleinigkeiten, die, das ist halt, ja, weiß ich nicht, ist gerade mit der englischen Sprachausgabe teilweise ein bisschen kurios und seltsam. Aber wir wollen nicht zu viel meckern. Im Großen und Ganzen bin ich bis jetzt wirklich mal wieder sehr geflasht. Das gefällt mir mal wieder sehr, sehr gut. So. Da können wir gleich aufmachen. Warte mal eben. Ach. Ich wollte gerade sagen, hier habe ich doch auch in der Preview kurz gehangen. Aber okay. So, da wären wir. Da haben wir auch den Schlüssel. Packen wir ein für den Balkon. Gut. Na komm. So, zum Balkon mussten wir wieder komplett zurück, wenn ich mich recht erinnere. Das haben wir uns angeguckt. Warte. Wie war denn das noch? Hier. Da ging. Das war das Buch gerade, was aufgeleuchtet ist. Also Schlüssel benutzen. Und dann geht's ab auf den Balkon. Wow. Komm schon. Ist doch gar nicht so hoch. Meine Höhenangst sagt was anderes. Wovor hast du Angst, Miss? Stets bereit für die Kamera. Du siehst toll aus, wie immer. Da charmören wir mal wieder ein wenig. Charmörner. Kurs aktualisiert. Jeff, ach krass, jetzt macht das auch Sinn. Jeff wurde im Gasraum getötet. Maries Halskette und Ring waren in Dumets Hotel ausgestellt. Das ist ja mies. Besitztümer der Opfer von H.H. Holmes, Chicago, 1896. Aha. Jetzt hat man auch einen Bezug dazu. Jetzt sind das nicht einfach nur Ausstellungsstücke, sondern wir haben diese Opfer ja selber gespielt. Kate, sieh mal hier. Das ist sein Hut. Hut? H.H. Holmes. Wusste, dass es okay? kommt und trotzdem habe ich mich verjagt. Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. Siehst du? Was ist das? So eine Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Puh. Hey, Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Verdammt, wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ewig davon.
Sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus. Gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark. Nicht meins. Ich weiß, Charlie kann anstrengend sein. Hast du seine Notizen gesehen? Ja, habe ich. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Ach, Mann. Charlie denkt echt, wir gehören. Wir bleiben mal kriegerisch. Er kontrolliert uns ständig. Ich lass mich nicht kontrollieren. Warum sonst streiten wir so oft? Übrigens, er hat Aaron seit Wochen nicht bezahlt. Er hat ihr gesagt, von ihm lernen sei ja Lohn genug. So ein Arschloch. Er hetzt sie quer durch die Stadt, um seine Wäsche abzuholen und für ihn einzukaufen, als ob er das nicht selbst könnte. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Ich schätze, ich dachte, wir gehen gemeinsam, als ein Team. Mark, du willst das hier nicht. Es ist nur ein Job, bis du dir einen Namen als Fotograf gemacht hast. Erwarte nicht... Ich weiß. Ich hasse diesen Dokumentationsscheiß. Charlie hat weder Ahnung von Bildkomposition noch von richtigem Storytelling. Dann zieh weiter. Hast recht. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre. Er benutzt uns. Ich habe Besseres verdient. Du auch. Wir alle. Eine umwerfende Darbietung. Gib die Nachrichten auf und werde Schauspielerin. Ich war tief berührt. Fucking Oscar-reif. Du weißt nicht, worüber wir geredet haben. Ich habe genug gehört. Danke. Ich weiß, wie Verrat klingt. Von dir bin ich besonders enttäuscht, Mark. Egal, wie deine Zukunftspläne aussehen, noch arbeitest du für Lonnet Entertainment. Und die Crew von Lonnet Entertainment ist jetzt zu Abend mit ihrem Gastgeber. Charlie, es tut mir leid. Und Mitarbeiter von Lonnet sind Profis, klar? Also benimm dich auch so. Toll. Zufrieden? Du hast eine Zukunft, ich jetzt nicht mehr. Der Mann ist ein scheiß Kleinkind und irgendwie sinken wir alle auf sein Niveau. Man weiß nicht, was da vor sich geht. Hey, Leute! Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Wer lädt zum Essen ein und kommt dann selbst nicht? Ihr habt ihn doch nicht irgendwie verärgert, oder? Nein, Dad. Na, ich habe hier außer dem Hausmeister niemanden gesehen. Bestimmt kocht er das Essen selbst. Ach, Mr. Dumet, Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch recht. Dumet? Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Es... Weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind. Ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten's verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht hab. Wieder mal ein perfekter Plan von Charles Lonnet. Und was jetzt, Boss? Schwimmen wir zurück? Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Und sammelt unsere... Hat er nicht auch unsere Handys eingesammelt? Ich bin's langsam leid, dass ihr ständig an mir zweifelt.
Er hat mir gesagt, er hätte Artefakte, die für unsere Doku interessant sind. Seht euch um. Hat er gelogen? Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Leute, bin ich die Einzige, die langsam Angst vor diesem Ort kriegt? Und vor Mr. Dumet? Auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, das zu sagen. Ich glaube, Jamie hat recht, was das angeht. Danke! Sprecht etwas leiser. Warum? Er ist nicht hier! Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh, Gott. Jamie! Musst du alles noch schlimmer machen? Das ist nicht hilfreich. Okay, bitte. Aber ja, so Unrecht hat sie vielleicht nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Doch, ich habe eine tolle Schachtel voll unsichtbarer Zigaretten gefunden. Guck mal, ich rauche gerade eine. Guck. Das erklärt, warum du so gut drauf bist. Also was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Wie ist der Plan, Charlie? Der Plan? Wie immer bei Lonnet Entertainment sitzen wir uns die Ärsche breit und drehen Däumchen, bis die Deadline naht und wir panisch irgendeinen Scheiß zusammenschustern und ich die Sache durch mein Voice-Over rette. Tja, trinken wir darauf. Richtig gute Stimmung bei denen. Das kann nicht mehr Charlies schlechtester Einfall ist. Na komm, wir versuchen das Ruder mal rumzureißen. Also ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Und zu guter Letzt unser Neuzugang Aaron. Ohne dich wären wir verloren. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. So. Ich danach können wir wieder arschig sein. Für eure Arbeit. Prost. Prost. Auf uns. Prösterchen. Was wir hier kriegen können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Ja, er hat uns sowas von gehört. Nee, er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Ja, was ist denn jetzt, Kate? Nicht alles. Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. Findet es noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Womit fangen wir an, Charles? Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Ja, dem werden wir was erzählen. Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Hast recht. So. Schon dabei. So nämlich. Fantastisch. Das höre ich gern. Sollte nicht lange dauern. Toll. 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 Kurs aktualisiert. Gucken wir mal eben. Kate hat am Fenster des Hotels ein Mädchen gesehen. Dumet ist nicht zum Abendessen erschienen.
Das ist ja mal ganz interessant. Also hallo? Interessant ist. Leute? Seid ihr das? Eben eher zu sehen bei diesen. Warte mal, wir gucken mal eben ganz kurz rein, bei den Kursrichtungen. Also, nicht, es würde ja wahrscheinlich da auch eine andere Kursrichtung geben. Und das ist das, was immer interessant ist, meiner Meinung nach. Was auch interessant ist, er hat da gerade eben eine Puppe gebaut, die ganz schön hart nach Charlie aussah, oder? So, der Teil hier, der war dezent creepy gewesen. Das war so der Part, der hat mir in der Preview schon am besten gefallen. Es kommt von hier. Begraben Sie mich, euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement. Begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement. Denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Das müsste man jetzt tatsächlich mal googeln, ob das ein O-Ton war von der Hinrichtung von A.J. Holmes. Mache ich vielleicht mal zur nächsten Episode und erstatte euch dann Bericht. Und wie Sie sehen, hat sich hier schon ein Teil geändert. Und da kriegen wir eine Vorahnung. Und dem sind wir in der Preview entgangen, weil ich irgendwas gemacht habe, was irgendwie eigentlich absurd war. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal hinbekomme, ey. Vielleicht verlieren wir dieses Mal Aaron auch. Oh, ich hasse das. Das ist echt. Oh, auch beim zweiten Mal böse creepy hier. Das ist mein keine Angstlied. Ich bin es, damit mir nichts geschieht. Oh Gott! Das hat gezwibbelt, du. Das hat richtig gezwibbelt. Sicherung. Ja, immer den roten Kabeln nach, würde ich sagen. Aber um das Ganze
ein bisschen spannend zu halten, machen wir das nicht mehr in dieser Episode, sondern in der nächsten. Aber dann habt ihr auch auf jeden Fall die Sicherheit, dass in der nächsten Episode dann auch wieder etwas Neues kommt, was wir noch nicht aus der Preview kennen, weil es dauert nicht mehr allzu lange. Da bin ich mir relativ sicher, dann haben wir den Preview-Part durchgespielt. Es ist nicht ganz so viel passiert in dieser Episode, aber manchmal ist es auch einfach so. Dafür haben wir ein paar Sachen gesehen, die wir, glaube ich, beim Preview-Durchlauf so nicht gesehen haben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen da lassen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, reingehauen.